Ja, zwei Themen werden heute die Sitzung des Untersuchungsausschusses aus Sicht der Linken beherrschen. Zum einen werden wir natürlich zum Vorschlag der Bundesregierung diskutieren, eine Vertrauensperson einzusetzen, die die Selektorenlisten einsehen und bewerten soll. Sie wissen, wir lehnen diesen Vorschlag auf. Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, diesen Spionageskandal zu untersuchen. Ihm stehen die Listen zu. Er muss diese bewerten und deshalb werden wir uns an diesem Verfahren auf keinen Fall beteiligen. Wir müssen noch mal ganz klar sagen, so wie die Konstruktion ist, ist es ein Beauftragter der Bundesregierung. Die Bundesregierung wird mit dieser Person einen Vertrag schließen. Dass der Untersuchungsausschuss einen Namen vorschlagen kann, ist ein Zugeständnis an die SPD, damit sie in dieser Situation jetzt ihr Gesicht wahren kann. Es hat aber überhaupt nichts mit dem Parlamentsrecht zu tun. Es hat überhaupt nichts mit unserem Einsetzungsbeschluss zu tun. Und Sie kennen auch die Reaktion, insbesondere in der Öffentlichkeit, zu dieser Frage. Viele Personen, die sich mit der Sache jetzt beschäftigen, fragen sich, warum haben wir überhaupt ein Parlament? Warum haben wir überhaupt ein Untersuchungsausschussrecht, wenn die Bundesregierung dann an einer Situation ist, wo sie sagt, das ist ein großer Skandal, der uns eben auch zum Nachteil gereichen kann, und dann alle diese Rechte aussetzt? Das ist die Frage, die wir natürlich in der Beratungssitzung erörtern werden und für uns natürlich ein Thema, was für Sie nicht so wahnsinnig spannend ist, aber für uns sehr wichtig. Wir haben ja gestern auch verlangt, dass das Dokument der Bundesregierung, mit dem sie diesen Weg bestreiten will, eingestuft ist. Und wir wollen dieses Dokument abstufen lassen durch die Bundesregierung, damit unser Prozessbevollmächtigter es einsehen kann. Wir hoffen und erwarten von der Bundesregierung, dass sie uns jetzt heute ein Signal gibt, dass unser Rechtsweg in der Sache nicht beschnitten sein wird und wir dann auch tatsächlich ab heute an unserer Schutzschrift schreiben können. Zum Zweiten haben wir heute natürlich zwei sehr prominente Zeugen, Herrn de Maizière, Herrn Fritsche. Und was sind die Fragen an diese beiden Zeugen? Die Fragen werden sein, was wussten Sie zu den Selektoren, was wussten Sie zu den Suchprofilen der USA, möglicherweise aber auch anderer Staaten der Five Eyes? Welche Hinweise hatten Sie darauf, dass die NSA eigene Ziele verfolgt, dass sie so etwas wie eine Hidden Agenda, also eine versteckte Agenda hat in der Kooperation mit dem Bundesnachrichtendienst, dass es im Kern darum geht, eben Wirtschaftsspionage zu betreiben, politische Institutionen auszuforschen, vielleicht aber auch Regierungskritikerinnen und Ähnliches in den Fokus zu nehmen? Diese Hinweise muss die Bundesregierung gehabt haben, das Bundeskanzleramt. Man kennt diese Problematik seit dem Echelon-Programm. Und es gab ja auch schriftliche Hinweise an Herrn de Maizière. Was hat er mit diesen gemacht? Hat er sie überlesen? Hat er gesagt, ja, da kann was dran sein, aber im Gedanken der Kooperation heißt es weitermachen, Augen zu und durch? Oder hat man es nicht ernst genommen? Egal wie die Begründung ist, man trägt die Verantwortung dafür, dass man diese Spionage nicht gestoppt hat. Das muss man sich zurechnen lassen. Man hätte die Möglichkeit gehabt, an einigen Stellen zu sagen, nein, wir wollen so eine Kooperation nicht, die gegen deutsche Interessen gerichtet ist, die gegen europäische Partner gerichtet ist, die möglicherweise ganz andere Dinge verfolgt, wie zum Beispiel Wirtschaftskonkurrenzen auszuschalten und Ähnliches mehr. Und das sind die zentralen Fragen. Und natürlich eine ganz spezielle haben wir auch. Wir haben gestern mit Herrn Schindler auch die Frage diskutiert, wie er die völkerrechtliche Bindung der MOAs, MOUs und so weiter einschätzt. Also dieser Dokumente, die zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA geschlossen wurden und die ja begründen sollen, warum wir als Untersuchungsausschuss die Selektorenliste nicht bekommen, weil das seien die entsprechenden Rechtsgrundlagen, die die Bundesregierung bindet, Dokumente nicht an Dritte weiterzugeben. Mal abgesehen davon, dass das Parlament keine Dritte sind, irgendwie hat Herr Schindler tatsächlich eine Auffassung vertreten, die gesagt hat, er sieht auch keine völkerrechtliche Bindung. Das ist tatsächlich auch unsere Auffassung. Er sagt, das ist quasi wie ein zivilrechtlicher Vertrag zu werten. Und wenn das so ist, und das werden wir mit Herrn de Maizière und Herrn Fritsche natürlich auch diskutieren, wie Ihre Auffassung zu diesem Dokument ist, dann stimmt an dieser Stelle auch die Begründung der Bundesregierung überhaupt nicht, mit der sie uns die Selektorenlisten verweigert. Das ist eben auch eine sehr spannende und wichtige Frage. Wir glauben, dass sowohl das Verfahren, das die Bundesregierung gerade wählt, uns die Selektorenlisten nicht zu geben, fehlerhaft ist,
aber auch, dass die Begründung, die vorgebracht wird, dass es sozusagen hier um einen möglichen Völkerrechtsbruch geht, der im Raum steht, wenn der Untersuchungsausschuss seine Rechte bekommt, überhaupt nicht trägt, sondern dass es im Kern um etwas ganz anderes geht. Es soll vertuscht und verheimlicht werden, das, was tatsächlich passiert ist, und das kann es bei einem Geheimdienstskandal nicht geben. So viel von mir, und ich hoffe, es wird für Sie auch eine interessante Beweisaufnahme heute.